Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr reinschaltet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr Bock habt auf das Video hier im Eurotruck. Und ja, beim letzten Mal habe ich euch hierher an den Rhein gebracht. Und zwar genauer gesagt nach Gölle. Gölle im Rennen. Und das sind genau die Städte, die ja beim Update 1.5.0 überarbeitet wurden. Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund. Und ihr seht auch natürlich außenrum Autobahnkreuz und Anschlussstellen sind dementsprechend angepasst. Das ein oder andere Fragezeichen wird sich ergeben. Und das ein oder andere Fragezeichen bei euch im Gesicht wird sich hoffentlich aufklären. Die Tour, die letzte Tour sind wir Osnabrück gefahren und dann runter nach Köln. Ich kann momentan leider nicht im Multiplayer fahren, weil TruckSMP noch nicht geupdatet hat. Seid ihr wach? Sehr gut. Zuhören. Und Pro Mod funktioniert auch nicht. Und Pro Mod ist im Moment so für mich diese Grätsche. Ich würde ganz gerne Pro Mod wieder in das Programm H&M on Tour einbinden. Ich denke, das kann der ein oder andere vielleicht auch verstehen. Das bietet mir unheimliche Möglichkeiten. Und ja, ich habe jetzt mit Absicht das letzte Mal nicht mitgemacht. Einfach so ein bisschen aus Protest, in Anführungsstrichen. Weil mir diese Updaterei eben da einfach auf den Sack gegangen ist. Okay. Was gibt es Neues zu erzählen? Also, den DAF fahren wir jetzt hier nur für das Rework. Da will ich jetzt mit euch diese Folge machen. Wie ihr gesehen habt, wir fahren Richtung Duisburg. Das ist kein Hexenwerk und auch kein großes. Oh, ein schöner 190er E, oder? Der weiße eben. Oh, war ein lecker Auto. Also das ist kein Hexenwerk, das wisst ihr. Und ich glaube, ihr wollt ein bisschen was von Köln sehen. Biege nach links ab. Und das ist dann auch der richtige Part. Ich hole mir das Navi ein bisschen rein, damit wir ungefähr sehen, wo wir sind. Ja, und das, was ich leider im Moment an Problemen im ATS habe, habe ich nur bedingt im Eurotruck. OBS bitte rechts halten. Ruckelt und zuckelt so vor sich hin. Ich habe trotzdem jetzt eine Aufnahme gemacht für den ATS und dort war die Uhr bei 13 Minuten und ich hatte tatsächlich 50 Minuten Video Dreh bei 580 Meilen oder so. Ja. Das macht dann keinen Spaß mehr, ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht weiß einer von euch, warum ich da Probleme habe. Einer vielleicht, der sich mit OBS ein bisschen auskennt und mir einen Tipp geben kann. Vielen, vielen Dank im Voraus. Gut, nicht lang schnacken. Wir gucken uns Köln hier weiter an. Das hat riesig gewonnen. Also, da brauchen wir nicht rumschnacken. Alleine hier das Zentrum, ja, die Straßenbahn. Ja, auch die Straße abgenutzt.
eben wie es in den meisten Städten auch so ist. Ne? Hier schön, jetzt geht die Straßenbahn runter, wird zur U-Bahn. Und wir kommen jetzt hier, glaube ich, an den Kölner Bahnhof. Ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall geht es gerade auch schon mal zum Flughafen. So. Oh. Ja, ich habe immer noch kein ABS und nichts drin. Aber ich habe diesen Line-Assistenten, das werden wir nachher auf der Autobahn feststellen. Den habe ich drin. Genau, hier ist Riesenbaustelle. Hier drüben. Ja, guckt da. Köln, Deutz, Bahnhof. I like it. Guckt euch das an, was Köln hier gewonnen hat. Von der Optik her. Und dann links abbiegen. Es ist so schick geworden, ne? Es ist so schick geworden. Jetzt durch die Städte durchzufahren, macht einen unheimlichen Spaß. Auch wenn es immer noch nur angekratzt ist. Ja? Ich weiß, es gibt Maps. Da ist der Fokus auf den Städten unheimlich groß. Da habt ihr, glaube ich, Maps, die sind im Maßstab von den Kilometerzahlen 1 zu 1. Und ihr fahrt dort tatsächlich in 3-4 Großstädten auch. Und jetzt lasst mich lügen. Ist das die... Das ist doch 190er, ne? Guck mal hier. Ist das diese Rhein-Main-Map oder was? Oder wie die sich nennt? Helf mir da auf für Sprünge. Also helf mir da auf für Sprünge, wenn ich da irgendwie falsch liege. Aber ich glaube, so war das, ne? Wäre eventuell auch mal eine Geschichte. Aber ich müsste mich da echt reinfuchsen. Wegen dieser ganzen Mod-Geschichte. Weil das ja doch... ich glaube, da muss man sich in ein Forum anmelden. So ähnlich wie Truckers MP. Einen Launcher haben und so. Aber ich weiß es nicht. Leute, ich habe mich aber auch ehrlich nicht damit beschäftigt. Ja. So, wir sind auf der Autobahn. Jetzt hört hin. Moment. Mach das Fenster zu. Jetzt. Bitte rechts halten. Verstehe ich nicht. Moment, we check it. Vielleicht muss ich da mal gucken beim Dings, ich weiß es nicht. Beim ATS. So. Gameplay. Ja, Entschuldigung. Gameplay. Und den haben wir hier den. Ach, der ist deaktiviert. Ich knalli. Ja, danke für. Ja, danke für gar nichts, ne? Ja, genau. So, Achtung. So. Ah, habt ihr gehört? Ding, 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 geht's. Ja, geht auch für die Mittellinie. Habt ihr gehört? Ja, ne? So, dann könnt ihr den Assistenten eben noch so einstellen, dass ihr euch wieder in die richtige Bahn bringt. Schön die Unterführung angemalt. Auch sowas mag ich.
Und ja. Dann geht das Lenkrad automatisch wieder in die Spur. Der Assistent greift im Endeffekt ein, ne? Aber glaube ich recht human. Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich persönlich halte nicht so viel. Oh! Hübsche. Bitte links halten. Spray arbeiten. Ja. Ich glaube persönlich, ich als LKW-Fahrer in einem Real Truck würde es ausschalten. Weil jedes Mal. Bei einem Spurwechsel mit Blinker geht es nicht. Aber so. Ah. Okay. That's interesting, ne? Bitte links halten. Aber um Gottes Willen, also wenn ihr denkt, ich weiß nicht, dass das Graffiti heißt, dann bitte. Ja. Der Don weiß, dass das so heißt. Weil ich eben schön gesagt habe, auch hier, schön Farbe und so, ich mag das. Aber jetzt habe ich auch einen erzählt. Ich habe ein bisschen nach dem Wort auch gesucht, ne? Aber nicht gegoogelt. Nein. Gesucht. Und dann ist es mir eben eingefallen und jetzt wollte ich mal klugscheißern. Oh, kennt ihr das, ey? Bitte rechts halten. Bitte links halten. Ja. Das ist ja so geil hier. Das ist ja so geil gemacht hier. Oh, guckt, oh, alleine auf dem Navi, guckt euch das Kreuz an hier. Ist das real? Okay, wir fahren ein bisschen außen wieder, ne? Autobahn ist sowieso Innenansicht ganz nett, aber oh, guckt euch das an hier. Auch hier oben drüber mit Eisenbahnbrücke und auch hier Duisburger Häfen. Ich war noch nie in, also beruflich war ich schon in Duisburg, aber ich war noch nie im Hafen von Duisburg. Ist das so ein, auch so ein rechts halten. So ein typischer Binnenhafen, so klein, so. Also ich kenne ja so ein paar Binnenhäfen auch, teilweise am Mittellandkanal, teilweise aber halt auch eben Elbe und ja und Co. Pipapo und Co. Chick. Das ist ja so. So, das ist ja so für mich so Kleinindustrie, ne? So Binnenhäfen, ne? Hamburg, ja. Da denkst du. Nach links ab. Du wirst ja erschlagen, ne? Also in Hamburg wirst du ja erschlagen von diesen. Von dieser gewaltigen Masse an Hafenanlage, ja. Da wirst du einfach brutal erdrückt. Das gleiche empfinde ich auch in Bremen. Wobei das ja, sorry, wie ich das so sagen muss, für alle Bremer, aber das ist ja ein Witz gegen Hamburg.
Und Rostock ist schon heftig auch vom Hafen. So, also gefühlt, ja. Und darum mag ich. Ich mag so kleine Industrie. Ja, das nicht. Oh, wie geil ist das hier gemacht, ey. Du hast hier tatsächlich die Parkplätze, die LKWs im Industriegebiet ja auch nutzen, um zu pennen, ey. Die Jungs, ja. Dann hast du hier hinten einfach mal einen Wendehammer. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Industriegebiet ohne so einen vernünftigen Wendehammer für die LKWs, ja. Oh, geil. So, und dann, ja. So, fahren hier rein. Anmeldung. Tor 3. Jo, dann geh. Da kommt das alte Roleplay wieder durch hier. Okay, das war eine schöne Fahrt, würde Tante Helga jetzt sagen. Lecker von Köln nach Duisburg. Und ich denke, das ist so ein bisschen für euch auch schön zu sehen, wie dieses Rework alleine funktioniert, dieses in die Map einfach neu anpassen, neu gestalten, neu modellieren, ja, ja, und vor allem die Muße der Modder sich hinzusetzen und sowas zu machen. In dem Fall, klar, steckt ja eine Firma hinter, die hat genug Leute. Ja, das ist immer so einfach gesagt. Aber ich finde, du musst dich auch so ein bisschen identifizieren können mit dem Ganzen. Ja, mit dem Ganzen drumherum. Ich finde, wenn du in so einer, wenn du so ein Projekt hier hast und hast kein Gespür und kein Gefühl für das LKW-Fahren an sich, du hast kein. Du bist kein innerlicher Trucker. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Wenn du nicht mit Herzblut bei der Sache bist. Ja. Ich finde, dann sieht das auch nicht danach aus. Ja. Alleine, dass hier ein Gleisanschluss ist für das Industriegebiet, ist schon mal sexy. Weil das einfach realistisch auch ist. Ja, wir haben hier Gasindustrie, wir haben hier Ölindustrie und so weiter und so fort. Und du hast hier hinten im Gewerbegebiet dann eben sowas, ne? Du hast einen LKW-Parkplatz, den kannst du nutzen. Oh, seht ihr das unten? Eine Mitarbeiterin konnte keinen Auftrag richtig fahren. Und jetzt zahle ich für die Mitarbeiterin die Kosten. Ja. Auftragsabbruch, Sprit
und Stundenlohn. Ja, aber so ist das. Und wenn du gute Mitarbeiter haben willst, dann bist du auch bereit, sowas mal zu machen. Ansonsten musst du dich leider damit abfinden, dass unterm Strich du Qualitätsverlust in der Dienstleistung anbietest, in deiner Dienstleistung anbietest. Wenn du plötzlich anfängst, am falschen Ende zu sparen. Und oftmals sparen an der Qualität der Mitarbeiter. Ja. So, wir fahren jetzt nur ein bisschen hier durch Duisburg, damit ihr euch das mit angucken könnt. Weil ich ja sage, es ist ein Hingucker wert. Aber wir fahren natürlich nicht über die schöne große Rheinbrücke, sondern wir fahren mal hier ein bisschen lang. Aber das sind so Stellen, da kommst du eher weniger hin, weil du ja ein Truckers MP sowieso nicht, weil du ja deine Aufträge schnell Hetze machen willst. Ach, guck da mal hier, ein Renault-Händler in Duisburg. Moinsen. Ding. Da ist er. Oh, hier links gibt es bestimmt eine gute Bratwurst. Das gucken wir uns dann auch noch an, in Ruhe. Aber erstmal sagen wir Hallo again zum Renault-Händler. So, das sieht alles super nice aus. Also das, es hat echt gewonnen, ja. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das war ein bisschen Rework. Wird es auf jeden Fall, also mindestens noch eine Folge, wenn nicht sogar zwei geben. Ich möchte mit euch auf jeden Fall gucken, dass ich noch Dortmund abklappere. Was ist hier oben mit dem Hafen von Duisburg? Wollen wir uns das angucken? Ich bin der Meinung, das sollten wir machen. Wir sollten auch den Viewpoint uns gönnen und sollten dann gucken, dass wir tatsächlich Dortmund abklappern. Hätte ich total Bock drauf zu gucken. Oder wir gönnen uns Düsseldorf in der nächsten Folge. Okay, seid ihr mit dabei? Cool. Danke fürs Reinschalten, danke für den Support. Danke, dass ihr mit dabei seid. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder eines der Videos auf meinem Kanal. Bis dann. Ich bin raus, euer Don. Ciao. Ciao.